Liebe Freundinnen und Freunde, selbstverständlich wollen wir die Atomkraftwerke so schnell stilllegen wie irgendwie möglich. Denn wir wissen, dass jedes Atomkraftwerk, jeden Tag, wo es läuft, eine Gefahr ist. Das wissen wir Grünen. Und wir Grünen haben Frau Merkel dazu gezwungen, dass sie die Atomgesetznovelle, die Laufzeitverlängerung zurücknehmen will. Vergesst nicht, im Herbst letzten Jahres noch wollte Frau Merkel die Laufzeiten für die Atomkraftwerke um 14 und 8 Jahre zurücknehmen. Es war doch nicht so, dass Frau Merkel jetzt plötzlich zur Einsicht gekommen ist, oh, Atomkraftwerke sind gefährlich, das wusste ich vorher nicht. Nein, die schwarz-gelbe Regierung will die Laufzeitverlängerungen zurücknehmen, weil sie Angst hat vor der Anti-Atom-Bewegung, weil sie Angst hat vom Wähler, dass wenn sie weiterhin an der Atomkraft wie vorher festhalten und sie sogar ausbauen wollen, dass sie entsprechend abgestraft werden vom Wähler. Jetzt werden die 8 ältesten Atomkraftwerke auf einen Schlag stillgelegt. Anfang dieses Jahres war der Stand noch 17 Atomkraftwerke, die ältesten um 8 Jahre verlängert, die neueren um 14 Jahre. Jetzt ist der Verhandlungsstand. Und es stimmt nicht, was hier behauptet wird, dass mit uns nicht verhandelt wird. Natürlich wurde im Bundesrat verhandelt, aber selbstverständlich verhandelt unsere Fraktionsspitze. Bis gestern Abend hat unsere Fraktionsspitze noch verhandelt mit Merkel, mit der schwarz-gelben Regierung und weitere Verbesserungen rausgeleiert. Selbstverständlich verhandeln wir. Und selbstverständlich ist, wenn Sie es zurücknehmen, die Laufzeitverlängerung, ist das nicht Ihre Überzeugung, sondern unser Erfolg. Es geht nicht um einen Atomausstieg von Merkel, sondern es geht um den Atomausstieg von uns. Wir haben erreicht, dass die Laufzeitverlängerungen zurückgenommen werden, nicht Frau Merkel. Wir haben erreicht, dass die 8 ältesten Atomkraftwerke stillgelegt werden und nicht Frau Merkel. Und ich möchte im Deutschen Bundestag in ein paar Tagen Ja sagen können zur Stilllegung der 8 ältesten Atomkraftwerke, Ja sagen können zur Rücknahme der Laufzeitverlängerung. Selbstverständlich ist der Atomkompromiss, so wie er jetzt geschlossen worden ist, kein allein grüner Atomkompromiss. Selbstverständlich wollen wir mehr erreichen. Aber in der Summe ist die Stilllegung der 8 Ältesten und die Rücknahme der Laufzeitverlängerung für mich überzeugend, dass ich zu dem Ja sage. Und dann 2013 werden wir natürlich nicht mit der Atompolitik aufhören. Wenn wir jetzt Ja sagen zur Stilllegung der 8 Ältesten und zur Rücknahme der Laufzeitverlängerung, das heißt doch mitnichten, dass wir deshalb Ja sagen zu Gorleben. Selbstverständlich werden wir, wenn wir 2013 machtvoll in die Regierung kommen, ein Endlagersuchgesetz machen, in dem wir unabhängig, standortunabhängig suchen werden. Selbstverständlich werden wir mit der Sicherheit nicht nachlassen. Selbstverständlich werden wir Druck ausüben. Und lest euch die Atomgesetznovelle ganz genau durch. Es heißt bei den Enddaten, und es geht nicht mehr um Strommengen, sondern es geht um feste Abschaltdaten. Es heißt spätestens 2013, spätestens 2019, spätestens 2021, spätestens 2022. Es heißt doch nicht, wenn wir jetzt Ja sagen zur Abschaltung der 8 Ältesten und zur Rücknahme der Laufzeitverlängerung, dass wir die ganze Atompolitik dann aufgeben. Nein, wir sagen jetzt Ja im Bundestag. Ich möchte jetzt Ja sagen im Bundestag. Und dann werden wir kraftvoll mit all unserer Kraft 2013 dafür sorgen, dass alles noch weitaus besser wird in Richtung Energiewende und in Richtung Beendigung der Atomkraft. Danke.